schönen guten Tag zu Schön Blöd, zu Hause vom Fernseher. Aber auch all die, die uns zuschauen im Livestream, herzlich willkommen. Ja, Stream kennen wir als Folge von der Corona-Peitsche. Und die peitscht jetzt neu. Die guten alten 7-Tage-Inzidenzen der Infizierten. Sie sind Geschichte. Das ist jetzt komplett weg. Spielen keine Rolle mehr. Ja, dafür gibt's jetzt etwas Neues, ne? Wer von euch sagt's im Stream? Er? Die Hospitalisierungsinzidenz. Große Freude, eine neue Inzidenz. Die Hospitalisierungsinzidenz. Und wie funktioniert die? Wir schauen, wie viele Menschen sind in den letzten 7 Tagen, bezogen auf 100.000 Einwohner, stationär wegen einer Covid-Erkrankung aufgenommen worden. Sind aber leider die längsten 7 Tage, die es jemals gab. Denn es zählt nicht, wann die Menschen ins Krankenhaus gekommen sind. Es wird geguckt, wann haben die ihren Corona-Test gemacht. Und wenn der vor 4 Wochen war, dann werden sie gezählt für die Hospitalisierungsinzidenz von vor 4 Wochen und nicht von jetzt. Dass uns der neue Wert nicht viel bringt, ist natürlich blöd. Dass wir dank der neuen Hospitalisierungsinzidenz aber endlich die Möglichkeit haben, genau zu gucken, was wir in der Vergangenheit hätten besser machen können, das finden wir als Fachmagazin für Medizinhistoriker natürlich schön. Wir schweifen ab, zurück zum Livestream. Und jetzt gibt's richtig Stream, denn wenn der Wert der Hospitalisierungsinzidenz zu hoch ist, hat die Landesregierung Grenzwerte beschlossen. Jawohl, wir haben exklusive Bilder von der Ermittlung dieser Werte. Die sind nicht gewürfelt. Na gut, sorry, nehmen wir zurück. Aber was passiert eigentlich, wenn diese Werte überschritten werden? Wir haben ganz bewusst es so formuliert, dass wenn diese Schwellenwerte erreicht werden, die Landesregierung dann Maßnahmen beschließt. Die können sehr, sehr unterschiedlich sein und es macht keinen Sinn, in eine Verordnung jetzt Details reinzuschreiben. Zusammengefasst, sie haben keine Maßnahmen. Und sind wir mal ehrlich. Aus den Erfahrungen des vergangenen Winters wissen wir, dass es nichts bringt, Maßnahmen zu beschließen, die dann doch nicht umgesetzt werden. Dass unsere Landesregierung daraus gelernt hat und jetzt einfach nichts mehr beschließt, das finden wir konsequent und somit schön. Kostet ja am Ende auch alles nur Steuergeld. Was meint die FDP? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir auch wieder darüber nachdenken, dem Steuerzahler das Geld zurückzugeben. Absolut. Zum Beispiel, und nur so ein Gedanke, wenn der Wahlkampf auf Kosten der Steuerzahler gemacht worden wäre. Aber wer würde schon diese Wahlkampfbriefe auf Kosten von Steuerzahlern verschicken? Sie vielleicht? Oder Sie? Oder Sie vielleicht? Also das würde mich schon sehr wundern, wenn das nicht in der kostenfreien Pauschale mit abgedeckt ist. Bei dir ist ja gerade für sowas auch gedacht. Nee, ist nicht. Aber überhaupt haben wir das völlig falsch verstanden. Was er meinte? Die im Bericht genannten Briefe habe ich aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Die Frage ist nur wann, ja. Und das Porto hat der Steuerzahler quasi eventuell gegebenenfalls nur kurz vorgestreckt. Und jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft so oder so. Im Endeffekt ist die ganze Geschichte ein Stück aus dem Tollhaus. Cool, den Tollhaus. Das finden wir formatbedingt natürlich schön. Wir bedanken uns bei allen, die uns zugeschaut haben, auch im Livestream. Jetzt aber Schluss mit lustig.